Dieser hübsche kleine Sekretär bekommt sein italienisches Flair durch den Whitewash-Effekt, auch Weathered Look genannt. Und wie das geht, das zeige ich euch in meinem Step-by-Step-Tutorial. Herzlich willkommen! Guten Tag und herzlich willkommen zum Upcycling mit Fancy Patina und Pia Phoenix. Dieses Schätzchen hier hat seine besten Zeiten schon eine ganze Weile hinter sich. Das Holz ist nicht mehr schön und er ist auch nicht mehr so gut behandelt worden, aber von mir kriegt er heute ein tolles neues Vintage-Design und wird wieder in voller Schönheit erstrahlen. Und das bedeutet, er wird aussehen wie die Statuen in den italienischen Gärten, die da schon Jahrzehnte und Jahrhunderte lang rumstehen, von Wind und Wetter gezeichnet sind, an denen der Regen runtergelaufen ist und so weiße Kalkspuren hinterlassen hat. Und so soll dieser Sekretär später aussehen. Und für das besondere italienische Flair kriegt er von mir erstmal ein paar Ornamente verpasst. Und diese Ornamente stelle ich aus selbsthärtender Modelliermasse her. Die knete ich ein bisschen durch, bevor ich sie in die Form presse. Und kleiner Tipp von mir, am besten die Formen vorher einmal auspinseln mit Stärkemehl, dann lassen sich die Ornamente leichter wieder aus der Form lösen, gerade bei so starren Formen wie dieser hier. Oder ihr nehmt einfach einen Spitzengegenstand und kriegt damit gut den Anfang zu fassen, um das Ornament aus der Form zu lösen. Ein besonders cooler Tipp ist es, aus der Modelliermasse eine Kugel zu formen und die auszurollen wie einen Kuchenteig. Und da rein einen Stempel zu drücken, zum Beispiel einen Liebesbriefstempel, dann kriegt ihr ganz originell und eigenwillig geformte Ornamente, die natürlich super zu meinem Italian Style passen. Ich klebe die Ornamente immer sofort auf, denn wenn die erstmal getrocknet sind, dann verlieren die ihre Flexibilität und werden hinten auch so ein bisschen wellig, also ich verarbeite die immer sofort. Und das mache ich üblicherweise mit Bastelkleber oder wie hier mit Holzleim. Und wie ihr seht, auch wenn man über zwei Schubladen geht, lassen die sich super wieder aufschneiden und die Schubladen behalten ihre Funktionalität. Das einzig Bedauerliche an dieser Idee, sie ist nicht von mir. Und das ist also ganz einwandfrei die Idee von Debbie Beers von Debbie's Design Diary. Thank you so much, Debbie. This is a wonderful idea. It looks great. It looks perfect. And I'm so looking forward to seeing what it's like. So, ja, Debbie von Debbie's Design Diary ist eine amerikanische Möbelkünstlerin, die ihre eigene Kreidefarbemarke hat und immer sehr verrückte, wundervolle Produktvideos hat, mit total spannenden Ideen, bei der man unglaublich viel lernen kann. Und ihr findet sie im Netz unter Debbie's Design Diary. Und wenn ihr ihre Sachen toll findet, aber nicht so gut versteht, viele von ihren Ideen zeige ich euch hier in meinem YouTube-Channel, weil das wäre wirklich zu schade, diese Ideen nicht dem deutschen Markt auch zu zeigen. Meine selbstgefertigten Ornamente müssen 24 Stunden trocknen, denn diese selbsthärtende Modelliermasse, die schrumpft ein bisschen beim Trocknen und reißt auch. Darum sollte man sie erst völlig austrocknen lassen, bevor man sie weiterarbeitet. Und darum habe ich die gute Gelegenheit ergriffen und das Innenleben schon mal etwas angemalt. Dazu habe ich meinen Sekretär in eine stabile Halbrückenlage gebracht, weil man dann am besten an dieses ganze komische innen rankommt. Und jetzt geht's mit den Spaßsachen weiter. So, komm Liebling, stell dich wieder hin. So, hier ist ihr. Ihr seht, das Innen habe ich schon alles einmal angefangen anzumalen. Und zwar mit einem wunderbaren Blauton. Das ist Greek Blue von Annie Sloan. Eine zauberhafte Farbe. Guckt sie euch an. Und
Ja, das Schöne an dieser Farbe ist, dass sie hell genug ist, um noch strahlen zu können und dunkel genug, um ein dunkles Holz abdecken zu können. Denn wenn man mit einer sehr hellen Farbe auf dunkles Holz geht, kann es sein, dass das Holz ausblutet. Dann muss man es mit Shellack vorbehandeln. Und dazu haben wir keine Lust. Wir wollen ja mit Kreidefarbe arbeiten und schnell viel Spaß haben. So, und jetzt geht es weiter. Ich kann mit dieser Kreidefarbe ganz einfach direkt drauf losarbeiten, sodass es Spaß macht statt Mühe. Mein Sekretär ist inzwischen von innen ganz blau mit Greek Blue von Annie Sloan in zwei dünnen Schichten angemalt. Aber mein Label ist Fancy Patina und das bedeutet natürlich, dass ich nicht etwas in einer Farbe anmale, sondern alles mehrere geschliffene Farbschichten bekomme, die durcheinander durchscheinen. Mein Sekretär hat ja von mir eine neue Geschichte verpasst bekommen. Er soll jetzt aussehen wie ein Möbel, das in einem italienischen Patio lange gestanden hat, gealtert ist über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, aber natürlich nicht von innen so stark wie von außen, denn jeder vernunftbegabte Mensch wird es, wenn er es nicht benutzt, schließen. Das heißt, von außen kriegt es den Weathered Look, aber von innen nur eine leichte Geschichtspatina. Ich stelle mir vor, dass jemand in einem Hof, in einem Weinberg, diesen Sekretär besessen hat. Der stand vielleicht unter der Traufe oder unterm Dachüberstand. Und hieran sind Rechnungen geschrieben worden und auch Liebesbriefe. Rechnungen zum Beispiel für Wein, der auf diesem Gut gekeltert wurde. Und darum kriegt dieses Innere dieses Sekretärs jetzt zunächst mal eine Weinrebe, eine Schablone und ein paar Stempel. Und darauf freue ich mich ganz besonders, denn das ist immer das, wo man sofort tolle Erfolge sieht. Wenn ihr Farbe auf die Schablone auftragen wollt, zum Beispiel dieses wunderschöne Blaugrün Aubusson, geht das super mit einer Schaumstoffrolle. Ihr nehmt am besten nur ganz, ganz wenig Farbe darauf, damit die Farbe nicht unter die Schablone rutscht und da Flecken gibt. Und wenn ihr jetzt denkt, davon ist ja kaum was zu sehen, werdet ihr gleich staunen, wie viel dieses bisschen Farbe schon abgegeben hat. So kann man das gut prüfen. So, ich nehme noch ein bisschen Weiß drüber, denn meine Schablone soll ja ein Bild geben, das aussieht, als wäre dieses Muster schon ganz lange auf der Oberfläche schon ganz häufig poliert worden und die Farbe schon ein bisschen verblasst. Noch ein kleines Weinblättchen. Und ihr seht, mit diesem kleinen bisschen Farbe, das noch da drauf ist auf der Rolle, schaffe ich die ganze Schablone noch einmal. Völlig anders sieht das aus beim Stempeln. Da brauche ich richtig viel Farbe, darum habe ich einen ordentlichen Klacks Weiß auf meine Palette gegeben und trage jetzt mit einer Linolrolle reichlich Farbe auf meinen Stempel auf. Leg ihn vorsichtig da an, wo das Muster sein soll, drücke ein bisschen an. Et voilà! Schön, ne? Das ist einer meiner Lieblingsstempel mit wunderschönen Bordüren, die findet ihr häufig auf meinen Möbeln. Und wenn man wie hier das ansetzt, ist es wichtig, dass der Stempel auch beim zweiten Mal nochmal frisch Farbe kriegt. Hier noch ein kleiner Liebesbrief, der sich beim Schreiben durchgedrückt hat. Und besonders cool dieser Stempel mit Krakelé-Effekt. So sieht aus wie gerissene Farbe auf einem alten Möbel. Und auch das hier nur in ganz ungleichmäßig. Dafür habe ich den ganzen Stempel einmal mit Farbe eingestrichen und gehe nur ganz sanft mit den Fingerspitzen darüber, dass er nur Spuren hinterlässt. Kommt jetzt erstmal eine Schicht hellblaue Farbe, Louis Blue von Annie Sloan. Lecker, schöne Kreidefarbe. Ihr wisst ja, Kreidefarbe kann man auftragen ohne jede Vorbereitung. Das heißt, ich lege jetzt direkt los und gehe damit
über alles. Da ich ja ein Fan bin der Farbe, die nicht zu dick aufgetragen ist, nehme ich ein bisschen Wasser zu Hilfe. Mit einer Sprühflasche sprühe ich ein kleines bisschen die Oberfläche an. Dann trägt sich meine Farbe sofort viel schöner, geschmeidiger und dünner auf. So, ihr seht, das Wasser macht das Ganze sofort sehr schön streichbar. Und bei den Ornamenten gehe ich schön mit dem dicken Rundpinsel, der sich sehr schön der Oberfläche anpasst, in die Vertiefung hinein. Und weil ja so ein Möbel, das Jahre und Jahrzehnte oder Jahrhunderte draußen gestanden hat, auf gar keinen Fall mehr eine gleichmäßige Farbe hat, blende ich ein bisschen von der Innenfarbe, von dem Greek Blue, in das Louis Blue mit rein. Solange die Farbe noch feucht ist, geht das ganz easy. Ihr seht, es lässt sich wunderbar reinstreichen. Genauso verfahre ich jetzt mit dem Rest der Kommode. Ein bisschen ansprühen, ein bisschen hellblau. Ich habe übrigens keine Angst, dass etwas in den Innenraum läuft, denn wenn das so sein sollte, ist das überhaupt nicht schlimm, weil ich den Innenraum ja schon mit Wachs versiegelt habe. Sollte da Treidelfarbe jetzt drauflaufen von außen, kann ich sie später einfach mit etwas, mit einem feuchten Tuch oder ja, etwas Wasser wieder abbekommen. Jetzt einmal den kompletten Sekretär außen angemalt. Der hat jetzt eine feine Farbschicht bekommen aus hellblau und mittelblau oder auch in Echtfarbe Annie Sloan Louis Blue als Grundierung und eingeblendet in die noch nasse Farbe das wunderbare Greek Blue. Und diese Farbschicht lasse ich nun wieder trocknen. Und wenn die getrocknet ist, dann kommen wir zum sogenannten Weathered Look oder Whitewash. Mein Sekretär ist jetzt trocken, grundiert in zwei Blautönen und wartet darauf, dass ich ihn weiter verwandle in ein altes italienisches Möbel. Und was die Patina, also einer alten Statue, eigentlich ausmacht, das sind die Umwelteinflüsse, zum Beispiel durch Vulkanasche, auf Deutsch auch einfach Dreck genannt. Nun gibt es leider keinen Hersteller, der die Kreidefarbe Dreck herstellt, aber ich habe da einen Plan. Und zwar werde ich ein kleines Löffelchen Anthrazit nehmen, ein kleines Löffelchen Dunkelblau und einen großen Schuss Wasser. Werde daraus eine ganz dünne Farbe herstellen und dann in Frottagetechnik meinem Schätzchen hier eine Umweltpatina bescheren, die aussieht, als hätte er ein bisschen was von der Vulkanasche abbekommen. Außer meiner sehr dünnen Farbe brauche ich für die Frottage unbedingt Zeitungspapier. Und das muss richtig gut geknüllt sein. Und je mehr Knicke es hat, umso schöner für die Frottage. Meine Farbe ist wie geplant ganz, ganz dünn geworden und die trage ich jetzt sehr zügig auf. Damit die Frottage schön wird, muss unbedingt die untere Farbe schon richtig gut trocken sein. Die obere Farbe soll ganz dünn sein und
soll nass verarbeitet werden. Darum ist es wichtig, dass ich sie schnell auftrage und auch nicht auf dem ganzen Sekretär, sondern nur auf einem kleinen Stück, das ich direkt bearbeiten kann. Auf die nasse Farbe lege ich dann die Zeitung und drücke sie gut an. Und jeder Knick und jeder Kniff gibt einen schönen Teil des Musters. Und dann ziehe ich sie einfach wieder ab und habe genau den gewünschten Effekt. Wenn ihr jetzt sagt, tolle Technik, damit versaue ich mir komplett meinen Fußboden, dann stimmt das leider. Dafür gibt es aber zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ihr legt euch eine Folie unter euer Möbelstück. Die zweite ist, ihr legt das Möbelstück horizontal, sodass ihr immer auf horizontalen Flächen arbeitet. Oder ihr nehmt den kleinen Trick und stippt euer Zeitungspapier in ganz etwas Farbe und tupft direkt auf die Oberfläche. Was man auch machen kann, wenn die Frottage an irgendeiner Stelle nicht so geworden ist, wie man sich das gewünscht hat. Und ja, gibt deutlich weniger Schweinkram. Jetzt kommt der versprochene Whitewash, mit dem ich jetzt simulieren möchte, dass dieser Sekretär auch kalkhaltigen Regen abbekommen hat und damit weiße Spuren bekommt. Dazu habe ich 3 Teelöffel weiße Farbe, ein Altweiß, Kreidefarbe von Annie Sloan, hier in diese Sprühflasche getan und habe ungefähr so viel Wasser dazu getan, habe das Ganze gut vermischt und die Düse auf nicht ganz feines Sprühen gestellt. Und damit kriegt jetzt mein Sekretär die nächste Schicht Patina, nämlich weißen Kalk, der dran herabgelaufen ist, wiederum mit Regen vermischt. Wie ihr seht, fängt das sofort an zu dribbeln und das soll es auch. Es soll ja aussehen, als ob der Regen seine Spuren dran hinterlassen hätte. Und das mache ich ein bisschen ungleichmäßig, denn ich glaube, der Regen hätte sich nicht überlegt, wie er es besonders symmetrisch macht. Und es soll aussehen, als ob dieses Möbel tatsächlich in einem Patio gealtert ist, immer mal wieder ein paar Umwelteinflüsse abgekriegt hat. Meine letzte Farbschicht ist nun trocken und wir kommen zu den letzten beiden Steps, nämlich einerseits schleifen, andererseits wachsen. Das Schleifen ist kein richtiges Abschmirgeln, sondern ich gehe nur mit einer Art Küchenschwamm oder einem sehr feinen Schmirgelpapier einmal über die Oberfläche, denn die Kreidefarbe hat eine leichte Rauigkeit. Und ich möchte gern, dass sie sich nachher ganz weich und geschmeidig anfühlt und zum Schluss wird sie gewachst, denn die Farbe ist porös und sie ist nicht widerstandsfähig, bis man sie versiegelt. Das kann man mit Lack machen, bei ganz strapazierfähigen Oberflächen oder Oberflächen, die strapazierfähig sein müssen, wie Tischen. Bei solch einem Möbel würde ich eher ein Wachs nehmen, was zu einer wunderbar schönen, weichen Oberfläche führt. Und ich werde mit verschiedenen Wachsen darauf arbeiten. Einerseits mit klarem Wachs, andererseits mit weißem und wahrscheinlich auch noch mit dunklem Wachs. So, nachdem er nun geschliffen ist, mein kleiner, süßer, italienischer Sekretär, wird er jetzt noch gewachst. Dazu verwende ich klares Wachs, sieht weiß aus, trägt sich klar auf und ich trage es mit einem Pinsel auf, mit einem speziellen Pinsel für Wachs und damit geht das ruckzuck. Man kann über das ganze Möbel damit gehen. Man sollte das Wachs schön dünn auftragen, lieber mehrere Schichten dünnes Wachs als eine zu dicke. Und lieber zweimal trocknen lassen. Alles, was man dünn aufträgt, wird schön geschmeidig und fühlt sich gut an. Was man zu dick aufträgt, wird möglicherweise klumpig und ein bisschen schmierig und darum immer schön dünn und lieber oft auftragen. Ich trage jetzt zunächst dieses klare Wachs auf und benutze danach weißes Wachs, um die Vertiefung meiner Ornamente und die der Schrift, die hier in diesem
Klacken drin ist, hervorzuheben. Und direkt im Anschluss an das klare Wachs trage ich weißes Wachs auf, dass die Strukturen sofort hervortreten lässt. Das trage ich recht dick auf und fülle damit die ganzen Lücken auf, die diese Strukturen haben, nämlich in unserem Fall die Schrift. Als krönenden Abschluss bekommt mein kleiner italienischer Sekretär noch ein leichtes Antique-Finish mit dem Dark Wax, ein dunkelbraunes Wachs, das ihm den letzten Altertumsschimmer gibt. Ich nehme davon nur ganz wenig auf meinen Pinsel und gehe damit einmal um alle Ornamente, die damit noch einen ganz leichten Hauch bekommen. Ich darf damit unvorsichtig sein, weil ich ja Klarwachs drunter habe. Das heißt, ich kann alle Überschüsse genauso wieder entfernen, wie ich es möchte, einfach indem ich mit einem Tuch drüber gehe. Wenn man kein klares Wachs darunter hat, würde die sehr poröse Farbe jetzt sofort das Dunkelbraun völlig aufsaugen und man könnte es nicht mehr kontrollieren. Darum unbedingt vor Dark Wax bitte, bitte immer ein klares Wachs auftragen. Und wenn es dann doch ein bisschen viel Antiques-Wachs geworden ist, wenn es euch ein bisschen zu dunkel erscheint und ihr das gar nicht wolltet, überhaupt kein Problem, nehmt ein bisschen von dem klaren Wachs wieder und ihr könnt es wie einen Radiergummi benutzen und die Überschüsse des dunklen Wachses damit wieder ganz, ganz leicht entfernen. Aber nur, wenn ihr es vorher auch schon drunter habt. Dann könnt ihr es wunderbar kontrollieren und es kann euch nichts passieren. Cari amici, tutto è pronto. Tatsächlich ist alles fertig und ich bin jetzt mit meinem Italienisch auch fertig. Ich kann nämlich ziemlich gut Italienisch malen, aber nicht so gut Italienisch sprechen. Das macht aber nichts. Mein kleiner Italiener ist fertig. Und besonders schön finde ich hier außen diese Ornamente mit der Schrift drin. Die sehen wirklich sehr antik aus und er hat genau das Flair, das ich haben wollte, wie die Statuen in den alten italienischen Gärten. Und auch von innen bin ich jetzt ganz happy. Ich zeige es euch mal. Ich kann hier so kleine Auflagen rausziehen, auf denen dann die Klappe ruht. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich zu begleiten durch die Höhen und Tiefen des Upcyclings. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr daran erinnert werdet, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Upcycling mit Fancy Patina und Pia Phoenix.